Wie jeden letzten Freitag im Monat auch heute wieder die Käfigbewertung. Die Bilder wurden mit einer kleinen Geschichte eingesandt von Julian. Vielen Dank, Julian. Und nun mal sehen, wie viele Punkte wir für dich herausholen können. Hallo und herzlich willkommen bei Wellness statt Wellestress. Wenn auch du mitmachen möchtest, dann schick mir ein paar Bilder von deiner Voliere und von deinen Piepsern und eine kleine Beschreibung dazu auf meine E-Mail-Adresse, die ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe. Und nun zu Julians Voliere. Er schreibt: Hallo Beatrix, ich habe ein Wellensittich-Männchen und ein Weibchen, dazu zwei Nymphensittiche, auch ein Weibchen und ein Männchen. Alle vier harmonieren gut miteinander. Der Name von meinem gelben Nymphensittich ist Kevin, von dem Weibchen Coco. Das blaue Wellensittichmännchen heißt Milo und das Weibchen Wilma. Alle haben den ganzen Tag Freiflug, jedoch wird dieser leider nur von meinen zwei Nymphensittichen und meinem Wellensittichmännchen genutzt. Sie haben auch eine Schaukel und eine Schredderschaukel, die das Wellensittichmännchen oft nutzt. Im Käfig sind Naturholzstangen und eine Sepia. Zwei Näpfe sind aus Edelstahl und die anderen aus Plastik. Dazu haben sie auch eine Bademöglichkeit außerhalb des Käfigs in Form einer Tonschale. Sie wird leider nicht wirklich benutzt, außer ein bisschen von meinem Wellensittichmännchen. Das Vogelzimmer meiner Piepse ist so eingerichtet, dass sie nirgends hängen bleiben und nirgends stecken bleiben. Sie bekommen zweimal in der Woche rote Kolbenhirse. Grünfutter, wie zum Beispiel Salat, kriegen sie dreimal in der Woche. Die Masse der Voliere sind 85 mal 60 mal 1,47 Meter Höhe. Ich würde mich freuen, wenn ich in dem nächsten Käfigbewertungsvideo dabei sein kann. Liebe Grüße, Julian. Danke, Julian, für deine schönen Fotos und die nette Beschreibung, die du mir geschickt hast. Mal sehen, wie viele Punkte ich für dich rausholen kann. Du hast zwei Wellensittiche und zwei Nymphensittiche. Das ist schon ein richtiger kleiner Schwarm. Die Tiere fühlen sich im Schwarm am wohlsten. Dafür gibt's gleich den ersten Pluspunkt. Du hast von jeder Art ein Pärchen. Das ist gut so. Dafür gibt's gleich den zweiten Punkt. Jede Art braucht ihren artgleichen Partner. Ein Wellensittich für einen Wellensittich, ein Nymphensittich für einen Nymphensittich. Ein Wellensittich als Partner für einen Nymphensittich wäre nicht geeignet. Ein Video dazu habe ich dir rechts oben in der Infobox verlinkt. Nun zu deiner Voliere. Sie ist 85 cm lang, 60 cm breit und 1,47 m hoch. Das ist die richtige Größe für ein Pärchen Wellensittiche. Für deine Nymphensittiche würdest du eine Voliere mit mindestens 1,20 m Länge benötigen. Diese Maße gelten für je ein Pärchen. Für jedes weitere Pärchen rechnet man 25% Grundfläche mehr bei 4 Stunden Freiflug. Da aber deine Piepser den ganzen Tag Freiflug haben und die Voliere nur nutzen, um sich darin auszuruhen und um zu fressen, gebe ich dir mit deinem zugedrückten Auge einen dritten Punkt. Du hast eine Voliere mit zwei großen Türen, Kotschubladen und einem Spitzdach. Das Gitter deiner Voliere verläuft vorne und hinten senkrecht, an den Seiten aber waagerecht, sodass deine Piepser daran schön hochklettern können und du Spielsachen und Schaukeln und Sitzstangen montieren kannst. Außerdem ist das Gitter pulverbeschichtet und es ist so engmaschig, dass kein Vogel mit dem Köpfchen darin hängen bleiben könnte. Die zwei großen Türen an der Vorderseite und die zwei Türen an den Seiten
erleichtern dir die Reinigung des Käfigs, sodass du alle Winkel in diesem Käfig gut erreichen kannst. Dafür gibt's den vierten Punkt. Die Voliere ist ausgestattet mit einer Schaukel und einer Schredderschaukel für deine Piepser, die für Spaß und Abwechslung sorgen. Was mir ganz besonders an dieser Voliere gefällt, ist, dass sie nicht überladen ist und die Piepser viel Platz darin haben, um sich auch zu bewegen. Du hast auch Anflugmöglichkeiten in Form einer Naturholzsitzstange an der Türe angebracht, sodass die Piepse bequem ein- und ausfliegen können. Dafür gibt es den fünften Punkt. Naturholzsitzstangen sind natürlich gewachsene Äste mit Rinde vom Baum. Die sind für die Füßchen der Vögel besonders wichtig, denn die gedrechselten Holzstangen, die sind sehr gleichmäßig und glatt, sodass sich die Krallen nicht abwetzen können, sodass sie immer gleich sitzen müssen, sodass sich Ballengeschwüre und schmerzhafte Stellen an den Füßchen bilden können und sogar Fußfehlstellungen. Deshalb rate ich dir, diese Sitzstangen durch natürlich gewachsene Stangen vom Baum auszutauschen. Wenn du keine Bäume in der Nähe hast, kannst du diese auch im Zoofachhandel oder unter diesem Link, den ich dir unten in der Beschreibung verlinkt habe, kaufen. Welche Bäume geeignet sind, um davon Naturholz-Sitzstangen schneiden zu können, habe ich dir rechts oben in der Infobox verlinkt. Was mir noch in dem Käfig fehlt, ist ein Sitzbrettchen für die Piepser, damit sie sich auch mal hinlegen und ausruhen können. In der Nagerabteilung in den Zoogeschäften findest du oft auch solche, die geeignet sind. Mein Leo Löwenzahn oder mein Blümchen, die liegen auch gerne mal und ruhen sich aus. Einen Link zu solchen Sitzbrettchen habe ich euch unten wieder in der Beschreibung verlinkt. Du hast mehrere Futter- und Wassernäpfe im Käfig, das ist gut so. Zwei sind aus Edelstahl, die anderen aus Plastik. Nun, ich selber bevorzuge ja lieber Edelstahl-Futternäpfe oder welche aus glasierter Keramik, weil die Plastikfutternäpfe schwer zu reinigen sind. Aber mit einer Zahnbürste und Essig kommst du bis ins letzte Eck. Und auch die Plastikfutternäpfe werden sauber. Dreimal in der Woche bekommen sie Grünfutter und Salat, das ist sehr gut. Und du kannst sie damit gut mit Vitaminen und Mineralstoffen versorgen. Und da hinten am Rand, an der Seite, da sehe ich auch einen Mineralpickstein. Dafür gibt es den sechsten Pluspunkt. Noch eine Schale nachrüsten mit Sand und Kritt für die Verdauung der Piepser. Wir Menschen haben Zähne, mit denen wir unsere Nahrung zerkleinern können. Die Vögel machen das mit Kritt. Soweit ich das erkennen kann, ist der Boden deiner Voliere mit Buchenholzgranulat ausgestreut. Das ist sauber, das staubt nicht und die Piepser können nach Herzenslust drin wühlen. Das ist gut. Dafür gibt es den siebten Pluspunkt. So mancher ist schon auf die Idee gekommen, eine Voliere mit Katzenstreu auszustreuen. Das ist keine so gute Idee. Katzenstreu ist dazu ausgelegt, Flüssigkeit aufzunehmen und aufzuquellen. Jetzt stellt euch mal vor, was passiert, wenn so ein Piepsichen ein Körnchen Katzenstreu frisst oder verschluckt. Das kann tödlich enden. Macht das also bitte lieber nicht. Deine Piepser haben den ganzen Tag Freiflug. Was Besseres könntest du ihnen nicht bieten. Du hast mir zwar keine Fotos von deinem Freiflugzimmer mitgeschickt, aber du hast mir geschrieben, dass du es so gesichert hast, dass sie sich nirgends einklemmen können. Das ist sehr gut. Ich sehe aber da hinten auch ein Fenster ohne Gardine. Es wäre gut, wenn du an das Fenster Sticker kleben würdest, dass die Piepser die Scheibe sehen können und sich nicht das Genick am Fenster brechen, wenn sie dagegen fliegen. Außerdem glaube ich, dass ich da hinten einen Freiflugspielplatz entdeckt habe, einen Anflugplatz für deine Piepser.
Das ist sehr gut. Denn warum sollten Sie herauskommen, wenn Sie keinen Spielplatz draußen haben, der Sie interessiert? Außerdem gibt es noch außerhalb vom Käfig, habe ich gesehen, ein Brettchen mit einer Keramikschüssel zum Baden. Du schreibst zwar, dass jetzt nur dein Wellensittich-Männchen drin badet, aber glaube mir, wenn einer drin badet, dann folgen die anderen auch bald nach. Ein achter Pluspunkt ist dir dafür sicher. Viele Piepser lieben es, wenn es plätschert und gehen dann gerne baden. Wie du so eine kleine Dusche selber bauen kannst, dazu habe ich dir eine einfache Anleitung rechts oben in der Infobox verlinkt. Noch ein Tipp. Stromkabel können gefährlich werden. Die Piepser knabbern gerne daran und das kann tödlich enden. Ich rate dir daher, deine Stromkabel in Kabelkanäle zu verlegen, damit sie nicht mehr ran können. Wie man ein Wellizimmer richtig sichert, du weißt schon, rechts oben in der Infobox. Herzlichen Glückwunsch, Julian, zu deinen 8 Pluspunkten. Und es freut mich sehr, dass du mitgemacht hast. Am nächsten Freitag sehen wir uns wieder. Bleib dran.